Hallo liebe Leute, Dr. Dexter hier mit einem ganz kurzen Video zu der neuen Leak-Mechanik Delirium. Ich wollte eigentlich noch warten, bis ich bis ich ein bisschen mehr Informationen zu der Liga habe. Ich wollte nämlich noch warten, bis ich diese Simulacrum Splinter zusammen habe und die Map gespielt habe, um darüber eben zusammen Videos zu machen. Aber es gibt eine Information, die kann ich euch nicht vorenthalten. Das muss jetzt sofort raus, weil das komplette Spielen verändert. Und zwar das, was ihr auf diesem Bild seht, ist unglaublich wichtig. In dieser Map tauchen Bodeneffekte auf. Und diese Bodeneffekte, über die müsst ihr laufen. Und zwar über diese hier drei müsst ihr drüber laufen. Dann wird eure Anzeige des Lootes geht schneller hoch. Und die dürft ihr nicht betreten, weil darauf spawnen diese super starken Monster, die euch die ganze Zeit töten. Und wer das nicht weiß, kommt mit der Leak-Mechanik, findet die blöd und kommt gar nicht voran. Und ich war einer von den Leuten. Und jetzt, wo ich das weiß und funktioniert die Leak-Mechanik so gut und es macht so viel Spaß und ach ja. Gut, aber vielleicht von vornherein. Also, die Leak-Mechanik, das Delirium, wenn ihr auf eine Map geht oder in ein Gebiet, dann findet ihr dort ein Portal. Geh mal kurz dahin. Da ist das Portal. Das ist auf der Minimap mit diesem grauen Bereich markiert. Und dieses Portal müsst ihr berühren. Also da geht ihr quasi durch. Wenn ihr das berührt, geht ihr in diese Schattenwelt, in diese Nebelwelt. Und die besteht aus einem Timer. Aus dem Portal geht Nebel in alle Richtungen. Und ihr müsst mit dem Nebel. Ist ein Spiegel, ja, von mir aus Spiegel, Portal, wie auch immer. Müsst ihr eben mitlaufen mit dem Nebel. Wenn ihr zu langsam seid, dann überholt euch der Nebel und die ganze Leak-Mechanik ändert. So, deswegen laufen wir mal nach oben. Also, und jetzt zeige ich euch die Bodeneffekte. Also hier kämpft ihr gegen diese Monster. Hier unten habt ihr so eine Anzeige, ein Loot. Das ist ein Multiplikator. So, und das sind die Bodeneffekte. Das sind die Be schlechten. Die dürft ihr nicht berühren. Weil wenn ihr die berührt, dann kommen schwerere Monster raus, die explodieren und Toteffekte machen. Und das sind die guten Sachen. Wenn ihr die berührt, geht eure Anzeige sehr viel schneller hoch. Und zwar extrem schnell hoch. Also die hier alle berühren, die anderen nicht berühren, drumherum laufen. Zack, zack, zack. Und wenn man das weiß, ist das unglaublich gut. So, die hier berühren. Die berühren, die berühren. Die darf man nicht berühren, habe ich jetzt trotzdem gemacht. Das ist eine Tier 1er Map. Ich bin schon Level 90. Einfach nur zum Demonstrieren, wie das so abläuft. Und hier sind halt ja Monster. Und was auch noch interessant ist, da ist ein Boss, glaube ich, oder? Oh fuck, lol. Was für ein Zufall, Leute. Wir haben einen Boss gefunden. Der ist super selten, lol. Okay, jetzt muss ich aber auch aufpassen, nicht, dass ich sterbe. Oh, das ist eine Tier 1er Map. Sollte ich ja schaffen. Ja, das ist der Boss. Ja, lol, krass. Beim Vorführvideo sofort den Boss bekommen. Und der lässt noch extra Splinter fallen. Zu denen sage ich gleich noch was. Ich will das kurz noch zu Ende machen. So, Stufe 6 geschafft. Und fertig. Und wenn ihr abbrechen wollt, wenn ihr der Meinung seid, das ist genug, dann klickt ihr hier unten drauf. Und dann geht der Nebel automatisch auch raus. Und dann. Und dann kriegt ihr eine Menge Loot, wenn ihr das richtig macht. Holy shit, hätte ich das von Anfang an gewusst, Leute. Also, kurz nochmal zusammenfassen. Ihr habt diesen Spiegel, den berührt ihr, dann geht so ein Nebel vor euch, das spawnen Monster. Und vor allem, der Nebel bufft auch alle anderen Monster im Spiel, auch den gegnerischen Boss. Ich habe den Boss zum Beispiel nicht gemacht, da hätte ich noch mehr Loot rausbekommen können. Genau. Und ihr könnt diese Sache auch jederzeit abbrechen. Und links seht ihr diesen Loot-Indikator. Der hat so Zahlen, das ist ein Multiplikator. Also wenn ihr Stufe 1 schafft, multipliziert sich der Loot um 100% ungefähr. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich sag jetzt einfach mal 100%. Wenn ihr 2 habt, dann verdoppelt sich das nochmal um 200% Loot. Dann kriegt ihr 300% und jetzt hatte ich gerade 6 Stufen. Das heißt, ich kriege 600% mehr Loot und dann kommt so etwas raus wie das hier. Auf einer Tier 1er Map, obwohl ich Level 90 bin. Also eigentlich habe ich sehr viel Malus, trotzdem so viel Loot, das ist echt krank. Genau, so. Was müsst ihr noch wissen? Es gibt Splinter, die hier droppen. Wenn man 100 Stück davon sammelt, glaube ich, oder 300, ich weiß nicht, hier steht 4 von 300. Ich glaube, man braucht nur 100 Stück. Dann bekommt man eine Unique Map, die man reingehen kann und dort gibt es so Wellen, wo man einen Boss macht. Aber dazu werde ich später noch ein eigenständiges Video machen, wenn ich soweit bin. Ja, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Aber ja. Wie gesagt, diese Sache, die hier,
Ich werde das versuchen auch zu posten, dieses Bild. Das ist unglaublich wichtig. Also das muss man verstanden haben. Deswegen auch dieses Eilvideo. Also, danke fürs Zuschauen. Haut rein, bleibt sauber. Ciao, ciao.